da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe den nochmal dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Rainbow Dabs gegen Hardened Scales. Standard, klassisches Legacy-Gameplay. Ich würde jetzt sagen, das kommt schon fast. Nee, Rainbow Dabs nicht, aber dann wäre es halt modern. Nee, ich sehe schon Engine Pump. Das ja, ist ja. Kein modern. Hardened Scales auf Steroiden. Auf Steroiden, genau. Mit sehr, sehr starken Adaptionen. Damit Modern-Player sehen können, was das Deck auch kann. Ja, das stimmt. Es kann halt sehr, sehr viel auch im Legacy ausrichten, wenn es auf die richtigen Leute. Ich glaube, in dem Matchup ist es einfach mies. Oder sehr schnell vorbei. Also, entweder macht der Depp-Spieler halt schnell so ein 20-20, fliegt dir ins Gesicht. Oder der Hardened Scales macht so ein, nichts. Abwarten. Da kommt ein Urbock, ein Thoughtseize, eine Ballista, mit fliegender Dude. Was ist denn der fliegende Dude? Der fliegende Dude ist ein 1x1er mit Modular, 1x0-0er mit Modular 1, wo du ein Artefakt von dir selber opfern kannst. Oder ich glaube, der kriegt fliegend oder sowas. Mhm. Ja, da geht der Flieger Dude. Was ist denn das? Battle Gold. Das ist eine Academy in Waste. Das ist das weiß-blaue Painland. Ja. Ist tatsächlich, wenn man manchmal farblos braucht für Eldrazis und ähnliches, die man vielleicht im Sideboard spielen könnte. Ganz nett. Wird aber, glaube ich, hier als Dual-Ersatz gespielt. Ich glaube, ich hätte den Opel gespielt. Darkdorf. Ja, Mox hätte man auch spielen können. Gegen den Discard. Yo. Oh. Rainbow Labs macht das, was es tun soll. Rainbow Labs ist dafür bekannt, dass es super schnell versucht, die Combo rauszubringen und das auch hinbekommt. Und dementsprechend ist es vom Prinzip her schon so, dass man da sehr, sehr schnell jetzt auf den 20-20 gehen kann. Jupp. Ja, jetzt ist halt einfach nur Hexmage opfern und dann hat man 20-20 ins Gesicht. Und ich meine, man kann jetzt hingehen, man kann die Engine Tomb droppen, man kann damit die Ding spielen, die Walker Malista. Und man kann dann den Mox droppen für Mana. Aber, Hardened Scales. Hardened Scales natürlich gut und der Hangerback Walker. Auch der macht der Walker ziemlich, noch ziemlich mal. Gut. Der kommt mit X Marken ins Spiel, wobei jetzt X plus 2 und wenn er stirbt, kriegst du, glaube ich, so viele Dudes und der kann irgendwie noch Marken drauf bekommen. Irgendwas in dieser Richtung ist der. Deshalb ganz nett, würde ich sagen. Der fliegt halt nicht. Aber der fliegt halt nicht. Genau, das ist halt genau das Problem. Dementsprechend, schwierig. Da kommt jetzt 2020 fliegend. Bam. Ins Gesicht. 1-0 Turbo Dabs, Rainbow Dabs. Kann man sich aussuchen, wie man möchte. Rainbow Dabs ist hier tatsächlich der Grund, weil man keine Duel spielt. Das ist das günstige Turbo Dabs, würde ich mal sagen. Ja, mit den Rainbow Lands halt. Ja. Ja. Rainbow Lands und dann auch sowas wie Stifle da drin oder Brainstorm. Ein Dabs mit Blau, ey. Ja, großartig, oder? Wenn Dredge blau spielen darf, dann darf Dabs auch blau spielen. Ja, aber Dredge war schon immer blau dabei. Ja, aber da hat jetzt Brainstorm dran. Ja, okay. Gut. Ansonsten vom Matchup her, ich glaube, es ist wirklich nicht so gut. Ich weiß nicht, ob Hardened Scales Wasteland spielen. Karakas, glaube ich, ja. Needle vielleicht mit Ursus Saga. Ja, da ist aber. Das könnte sehr langsam sein. Das ist. Ist da ein Collector-Uf? Ich glaube, das ist ein Collector-Uf. Oh ja. Das ist dritte Karte. Das ist halt auch so ein Insta-Conceit. Das ist ein Once Upon a Time. Die Karte, die man spielen kann, wenn man vorher noch keine Karte gespielt hat. Für eine Kreatur oder ein Land. Das ist ganz nett. 5 Karten und dann nimmt man sich was. Verstehe ich immer noch nicht, warum die Modern gebannt ist. So viele Gratis-Spells, die man mittlerweile hat. Und man sieht ganze Elementals? Ja, zum Beispiel. Also so alles aus Modern Horizons und 2. Und die Forces und die anderen Forces. Und ja, ja. Also, ja. Balliste auf die Hand. Mhm. Das ist wieder Akadina, das Painland. Plus eben der. Ja. Das ist quasi die Eröffnung von eben. Yes. Was wir haben, ist noch eine Crop Rotation. Was ist das? Ich glaube, es ist wirklich ein Collector-Uf. Jop, das ist ein Uf. Man schmettert hier einfach den Uf, oder? Da wäre ich safe dafür. Ja. Eiskalt. Geht jetzt einfach hin, schmettert den Uf. Das ist eine Karte 10. Ja, das. Die Karte darfst du haben, Mua. Und der Uf. Bam. Machst halt einfach mal gar nichts. Ja, das ist für das Artefakt-Deck schon ziemlich mies.
Vor allen Dingen auf der Hand. Auf der Hand. Da ist noch eine Dark Depths, Thespian Stage, Caracas und Double Crop Rotation. Crop Rotation selber macht jetzt nicht so viel bisher. Nee, macht jetzt kein grünes Mana. Aber ansonsten ist die Hand natürlich jetzt auch ziemlich stacked. Man geht jetzt hin, legt jetzt das Dark Doof. Ja, dann das, die Runde danach, das die Festland Stage, ne, hat man schon wieder den Token. Weil Dark Doof dann für sich selber für Mana tappt. Yes, das ist ziemlich gut. Ich weiß nicht, wie stark der Collector wirklich den Hardnet-Scale-Spieler einschränkt, weil er kann auch einfach für 20.000 ins Gesicht prügeln gehen. Ja, aber die ganze Artefakt-Mana ist halt tot. Ja, das dafür, so, dann könnte man den spielen. Und Ballista für eins. Ja, Ballista für eins. Klingt irgendwie, aber auch nicht schön. Wird nicht gespielt. Okay. Hm. Ja, ist der Dark doof. Dann ist dann Go, weil er sonst nichts kam, oder? An Inquisition. Ja, die ist halt auch gut, ne? Inquisition auf Kusilek. Ja, komm, au. Siehst du halt, was ist denn das ganz links? Der zweite von links. Zweite von links ist ein Einmanner 0-0er Modular 1. Ach, da ist der Arcbound Worker. Arcbound Worker, genau. Ach du Scheiße. Ja, der ist dann ziemlich großartig, weil der kann man aus der Ursache finden, deshalb als One-Off. Oh Gott. Und wenn man den im richtigen Moment sackt mit Hardened Scales und anderen Osolithen und so weiter und so fort, eskaliert das Ding richtig. Oh Mann. Ja, ist super witzig. Dementsprechend kann man den gut als One-Off benutzen. Aber ja, da kommt dann auf 16 Hangerback Walker für 2-2. Das ist nicht. Oh, da. Nee, 2-2. Das ist nicht so strong. Dann zieht man noch eine Karte und dann. Ja, liegt man da. Okay, das ist nicht schlecht. Wenn man jetzt hingeht und All-In geht, kann. Wenn der Handelsgeldspieler nur irgendwas zieht wie Caracas, weiß ich nicht, was ich machen, aber so. Das sah sehr aufgebend innerlich aus. Das sieht schwer dann aus, es kommt da gleich mal Lage geflogen. Ja, spannend und sehr schade auf der anderen Seite, weil. Ja. Das Deck hat so viel Potenzial. Ach, selbst aber ohne das Uf sah das so aus. Ja, ohne das Uf sah das ähnlich aus. Wobei ohne das Uf wäre jetzt schon ziemlich auf die Fresse gewesen. Mehr Card-Draw. Meine Armee! Ja. Macht man 2020 und fliegt Mieter ins Gesicht. Ja, Rainbow Depths macht Rainbow Depths Dinge. Ja, und, vor allem gegen Text und Interaktion. Ja, das stimmt. Also ohne Interaktion und Flieger macht das Deck halt einfach Win. Und dauerhaft hat man auch ein Ding. Ja, 2-0 Rainbow Depths. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ja, könnt ihr das Video natürlich gerne positiv bewerten. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, könnt ihr ein Abo da lassen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.